Hey Leute, in unserem Sonnensystem gibt es viele, viele Planeten. Und wir haben uns gefragt, wie lange können wir eigentlich auf diesen 6 Planeten ohne einen Raumanzug überleben? Los geht's! Nummer 6. Die Sonne. Ja, hier ist das Ganze noch relativ einfach. Auch wenn die Sonne für uns überlebenswichtig ist, so können wir auf ihr selbst nicht mal eine Sekunde überleben. Wir würden nämlich, bevor wir überhaupt auf ihrer Oberfläche ankommen, verdampfen. Puff. Und die Nummer 5. Die Venus. Auch auf der Venus ist es relativ heiß. Um genau zu sein, herrscht hier eine Oberflächentemperatur von ca. 480 Grad. Auch wenn die Schwerkraft hier quasi die gleiche wie auf unserer Erde ist, würde man also auch hier nur weniger als eine Sekunde überleben können. Scheiße. Machen wir weiter mit der Nummer 4. Der Mars. Auf dem Mars ist es eher kalt. Die Temperaturen können hier auch bis zu minus 133 Grad Celsius absinken. Aber im Gegensatz zur Venus könnte man hier einfach sehr warme Kleidung tragen, um der Kälte entgegenzuwirken. Aber dann ist da ja leider noch die Atmosphäre. Die Luft ist sehr dünn und besteht zu 95% aus Kohlenstoffdioxid. Hier könnte man also nur so lange überleben, wie man auch die Luft anhalten kann. Also im besten Fall circa 2 Minuten. Oder wie lange könnt ihr die Luft anhalten? Schreibt's doch mal unten in die Kommentare. Und da sind wir auch schon bei der Nummer 3 und dem Merkur. Der Merkur ist der kleinste Planet in unserem Sonnensystem. Die Seite, die der Sonne zugewandt ist, hat eine Oberflächentemperatur von 420 Grad Celsius. Und die abgewandte Seite liegt bei minus 180 Grad Celsius. Die einzige Chance für uns wäre also, dass wir uns irgendwo zwischen den beiden Zonen aufhalten. In der Luft des Merkur gibt es sogar den für uns überlebenswichtigen Sauerstoff. Jedoch besteht der Rest der Atmosphäre unter anderem aus 29% Natrium und 22% Wasserstoff, was uns das Ganze wieder kaputt macht. Auch auf dem Merkur gilt also, hier könnt ihr so lange überleben, wie ihr auch die Luft anhalten könnt. Machen wir weiter mit der Nummer 2. Saturn, Neptun, Jupiter und Uranus. All diese Planeten bestehen aus Gasen und werden daher auch Gasriesen genannt. Hier würde man in den Planeten reingezogen werden und dann irgendwann durch den Druck zerquetscht. Unangenehm das Ganze. Auch wenn ihr einen sehr langen Atem habt, werdet ihr hier nur weniger als eine Sekunde überleben können. Und da sind wir auch schon bei der Nummer 1 und der Erde. Ach ja, endlich haben wir gute Nachrichten für euch. Insofern hier nicht irgendwann eine verrückte Atomnation alles in die Luft sprengt, schafft man es auf unserer Erde im Schnitt ganze 80 Jahre zu überleben. Unsere Atmosphäre besteht unter anderem zu 78,08% aus Stickstoff und 20,95% Sauerstoff. Interessant ist aber auch, auf der Erde gelten die 80 Jahre nicht überall. Die Temperaturen schwanken auch hier zwischen minus 89 und plus 58 Grad Celsius. In diesen extremen Zonen unseres Planeten sinkt die Überlebensdauer übrigens auf 1 bis 2 Stunden. Passt also gut auf, wohin ihr den nächsten Urlaub plant, Freunde. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen hoch da, so wissen wir Bescheid. Hier könnt ihr euch jetzt noch ein anderes Video anschauen, zum Ansehen einfach in die Mitte klicken. Das war's mal wieder für heute, haltet die Ohren steif, bis zum nächsten Mal. Ciao.